Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Empyrean Galactic Survival. Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir gemeinsam hier. Wieso, wird das eigentlich schon wieder Nacht oder was ist hier los? Das ist auf jeden Fall das Heck. Das, was du mir wieder erleben willst. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. So, wir hatten den Mittelteil gefunden, den Heckteil gefunden. Den Heckteil ist eines der Enden. Ja, das heißt also, hier müssten wir möglicherweise jetzt was für Donner was finden können. Wir hatten ja hier wahrscheinlich ein bisschen zu früh aufgegeben. Das Spiel ist ein bisschen. So. Ein bisschen verwirrt. Das heißt also, hier irgendwo gibt es noch eine Stelle, wo wir reinkommen. Die müssen wir jetzt finden. Geh mal weg, Motorrad. Das Problem ist nur, wir haben nicht mehr so viel Munition. Hier waren wir schon drin, da geht es ja nicht rein, ne? Oder waren wir hier noch nicht? Hier waren wir noch nicht, ne? Hier müssen wir rein, guck mal. Hier ist eine Tür, da geht es wahrscheinlich nach draußen. Hier ist eine Tür, da geht es wahrscheinlich weiter rein. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Wie viel Schuss haben wir denn jetzt noch? 25, toll. 1, 2, 3. Okay, wir brauchen 4 Schuss für eine Tür. Das heißt, könnt ihr ausrechnen, wie viele Türen wir noch auseinander bekommen. Aha. Ich bin mir nicht ernst, dass hier gleich the next big Viech hier um die Ecke kommt. Hier ist wieder eine Tür. Die müssen wir wieder freigraben. Hier ist nix. Dann geht's hier. Ah, da geht's dann wahrscheinlich oben in den Kontrollturm hoch. Ah, geschickt gemacht, liebe Entwickler. Ah, siehst du? Jetzt müssen wir das freigraben. Gut, dass ich genug Sprit mitgebracht habe. Geht nicht. Kommt mit der Drohne da rein. Also hier wird es hochgehen, siehst du? Dann wäre hier in der Position zum Zwischenstopp. Aber hier würden wir auch von draußen reinkommen, ne? Guck mal. Hier kommen auch von draußen rein. Aha. Und dann geht es hier weiter hoch. Hier kommen wir auch von draußen rein. Und dann geht es hier oben in die Brücke. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt durchkommen. Wie soll man das denn machen? Also so hoch können wir doch nicht fliegen hier. Wie soll das gehen? Will jetzt auch nicht. Wir haben die letzten 15 Schuss dann gleich. Wir probieren es. Vielleicht geht es hier noch einen Block runter und das ist der Kontrollblock oder so. Nee. Das bleibt so. Aber der Aufzug scheint uns zu akzeptieren. Kann das sein? Das wäre ja merkwürdig. Scheibe kaputt machen oder Tür kaputt machen? Lebenspunkte 10, Lebenspunkte 70. Will man die Tür kaputt? Wir sind da, Leute! Eine riesige Frachtbox mit Nanoröhren und Glasfaser. Okay. Da ist noch eine. Nee, das ist nur Deko. Ein Schrank mit einem Mehrfachbooster. Aha. Booster sind Verbesserungskomponententeile, oder? Wenn du weißt, was ich meine. Stuhl, andere Fraktion, ja.
Rocket-Raketen-Rucksack-Booster. Geilomat. Ja, ich glaube, damit haben wir alles, was wir hier entdecken können. Wir können jetzt den Kern noch kaputt machen. Und irgendwo... Ah, guck mal, über dem Kern ist der Container. Ihr Schlingel. Oh, 105 Siliziumbarren. 144 Eisen, 19 Stahl, 70 Kobalt und Magnesiumpulver. Yes, das hat sich gelohnt. Aber überprüfe die Anzeige, steht da immer noch. Benutze den Stuhl, um die Ausdauer wiederherzustellen. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir alles abgeklappert. Das mördet eigentlich eine gewisse Sinn. Aber das seht ihr wohl noch jetzt. Sofern die Teile sich mit nur der Detektor, es wird der schwächste. Ah, die Brücke müssen wir noch finden. Ist die nochmal woanders abgestürzt? Aber wir haben auch nichts mehr auf dem Detektor, ne? Wieso? Geht nicht mehr. Ist kaputt. Okay, also da kommen wir nicht weiter. Dann würde ich sagen, wir schlafen mal eine Runde. Vielleicht ist bei Tageslicht ja auch besser zu erkennen, was die Sache ist. So. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass da oben ist die... Ja, aber er sagt Heck, ne? Nicht Brücke. Und das heißt, wir müssen nochmal auf unser Rad und nochmal gucken, ob wir irgendwo anders was finden. Vielleicht einmal in die Richtung fahren, einmal so hier so einen Bogen. Und dann wird es auch langsam Zeit wieder nach Hause, damit wir aus den ganzen neuen Materialien... die wir jetzt gefunden haben, mal vielleicht was Schönes Neues bauen können. Oh, Stockerhausen hier. Hier ist es auch ganz schön kalt. Ich kriege gleich eine Erfrierung. Ja, eigentlich wird es Zeit, dass wir nach Hause fahren. Aber so ein bisschen was aufdecken wollte ich dann doch noch, wo wir hier schon mal unterwegs sind. Ja, die Viechergruppen werden größer, seht ihr das? Das sind schon Fünfergruppen. Oh, hier mal schöne Basis bauen können, guck mal. Ja, okay. Also in diese Richtung weiß ich jetzt nicht. Die ganzen anderen Sachen sind alle hier unten. Kleines Wrack. Mittelteil, Heckteil, Vorderteil. Ja, das muss auch irgendwo in der Nähe sein, oder? Das Motorrad macht doch einiges mit hier im Gelände, muss man sagen. Vielleicht funktioniert der Detektor ja besser, wenn er mehr Aussicht hat. Zwar irgendwie eine blödsinnige Überlegung, aber wer weiß das schon. Es war auch schön zu sehen, welche unterschiedlichen Regionen es hier gibt. Ne? Also das ist alles nicht irgendwie jetzt nur so eine Einheitsbrei. So, wollen wir hier weiter runter? Oder jetzt mal hier so den Bogen über diesen Bergkamm. Übrigens, so viel zum Thema, wir fahren nach Hause gerade wohl, ne? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, inwieweit uns der Anzug jetzt gerade schützt. Ich stelle mir gerade vor, wenn es hier so kalt ist und wir hätten diesen Schutzanzug nicht, gab es da nicht eine Anzeige? Reduziert, erhöht, schützt bis irgendwie sowas. Oh, Stocker, Stocker, Stocker. Nein, 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 nein. So, wir fahren mal zurück zur Basis und rüsten uns mal weiter auf. Aber irgendwie, weil diese Mission, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich werde jetzt schwören können, wir hätten das jetzt fertig, aber irgendwie... Wir waren auf der Brücke, wir haben das andere Schiff zerlegt. In das eine sind wir nicht reingekommen, ne? Oder sollen wir doch nochmal da oben gucken, ob wir da noch was finden? Wir sind jetzt gerade einmal hier, ne? Wir haben auch noch Versorgung, ist noch da. Wäre jetzt so kritisch nicht. Wir müssen halt irgendwann mal uns neue Sachen zu essen holen. Da müssen wir dann ein paar Pflanzen einsammeln oder so. Weil ich glaube, dieses rohe Fleisch sollte man lieber nicht essen.
Und für sowas, lieber Garderol, denkst du bitte beim nächsten Mal dran, dass du den Überlebensgenerator mitnimmst. Pass mal auf, wir können mal jetzt nochmal zurück zum ursprünglichen Wrack. Weil da nämlich, wurde ja gesagt, benutze den Detektor. Wir sind natürlich jetzt ganz schön weit weg von. Und vielleicht war da auf dem Detektor in der anderen Richtung noch was zu sehen. Weißt du, wie ich meine? Diese Spinnen sind schon dezent nervig, ne? Das fällt mir immer vor. Da müsste man drüber fahren können, dann wären die platt. Das wäre toll. Und es ist jedes Mal aufs Neue ekelhaft. Guck mal, da ist nämlich... Da war ja der Start der Mission, ne? Müsste man das ja eigentlich dann so machen, als Entwickler, dass man sagen würde, von da aus kann man zumindest die Teile irgendwie alle erkennen. Oder in relativer Nähe. Schön wäre es jetzt auch, wenn da keine neue Minigun gespawnt wäre. Aber auf dem Detektor ist nichts, ne? Hm. Und er sagt ja explizit, dass wir das woanders finden, ne? Irgendwie. In welche Richtung könnten wir denn dann noch? Wir könnten jetzt nochmal so hier in die Richtung nochmal gucken. Oder hier hinten um den See dann rum zurück. Wir machen das mal so. Wir fahren hier erstmal nach Westen. Ne? Sehen wir auf dem Globus hier nach Westen. Dann nach Norden und dann im See rum zurück. Da will auch mal ein bisschen die Map aufdecken, denn früher oder später werden wir rumfahren müssen und dann Erzernte aufstellen. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Und für so Erzernte brauchen wir natürlich Erzvorkommen. Die müssen wir natürlich alle finden erstmal. Und vielleicht hat sie ja noch das ein oder andere Secret. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Was wir hier nur sehen, ist, dass wir eine riesige Einöde haben hier mit. Guck mal, wie geil das aussieht. Wenn wir jetzt natürlich den Gleiter hätten, dann wären wir natürlich viel schneller unterwegs. Aber dass es hier, ne, auch so viele unterschiedliche Biome gibt und so, das ist alles sehr, sehr cool. So, hier sind wir auch schon am Gefrierpunkt hier. Da haben wir ein paar kleine Baby-Dinos. Flora scheint hier jetzt nicht so zu sein, dass wir hier nochmal hin müssen und irgendwas ernten. Zumindest sehe ich davon im Moment nichts. Da oben scheint in der Tat ein Eisgebiet zu sein, ne? Das hier ist jetzt die Tundra, das macht natürlich Sinn. Und stell dir mal vor, wir müssten jetzt für Treibstoff sorgen, ne? Also, wir müssten hier, wenn wir den Moped fahren müssten, erstmal wieder 50.000 Bäume durch einen Häcksler jagen, damit da hier Biokraftstoff rauskommt. Dann haben wir nämlich auch mal da das grobe Gebiet erkundet. Ich bin gespannt, ob wir was finden werden. Das ist ja jetzt ein bisschen mal eine andere Folge. Aber wir haben mal die Baufolgen, dann haben wir mal die... Wir kraxeln irgendwelche Raumschiffen rum und haben Angst vor Viechernfolgen. Und hier fahren wir jetzt einfach mal rum und fahren irgendwelche Spinnen an. Mal kurz einen kleinen Abgleich machen, wo wir gelandet sind. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gemeint ist. Und wenn wir Pech haben, kommen wir jetzt gar nicht zurück, stelle ich gerade fest. Was machen wir denn dann? Ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Oder wir schwimmen durch den See. Ja, mit dem Gleiter wäre es halt geiler, ne? Dann könntest du überall drüber fahren. Der gleitet halt auch über See. Und was ich gerne hätte, dass wir für Erkundungen... Na guck mal, überprüfe Anzeige hat jetzt einen Haken hingemacht. Hat er den eben auch schon gehabt? Also ich weiß nicht, was er da meint, ne? Welche Anzeige wir da überprüfen sollen. So, hier kommen wir wieder auf ein großes Gebiet mit Dinos und Baby-Dinos. Und noch mehr Dinos und Baby-Dinos. Das ist so ein bisschen so wie das Gebiet, wo wir abgestürzt sind hier jetzt gerade. Allerdings glaube ich komplett auf der anderen Seite der Map, oder? Naja, wir kommen auf jeden Fall hier, wenn wir Glück haben, wieder an. Sehenswürdigkeiten gibt es hier nicht. Auf dem Detektor ist auch nichts zu sehen. Jede Menge Viecher gibt es auf jeden Fall. Und ich habe den Eindruck, dass die auch immer mehr werden. Das heißt, da müssen wir mal was gegen tun. Das ist irgendwo so ein Turm, der über die gesamte Erdkrümmung sich erstrecken kann. Klammer auf, nein, das geht nicht, Klammer zu. Hoffentlich ist unsere Basis überhaupt noch bewaffnet. Ich würde auch mal gerne so einen Riesenstein hier absägen. Ja, gucken, was dabei rauskommt. So, hier kommen wir in den Dschungel. Zweifelsohne gibt es dann hier gleich irgendwelche komischen Viecher. Lass uns mal eben gucken. Hier sind wir, das heißt, wir müssen jetzt hier so weiter eigentlich. Eher Richtung Osten. Ich habe ja Sorge, dass hier gleich aus dem Busch hier irgendwie so ein riesen Viech rauskommt. Was wir noch gar nicht kennen. Aber ich glaube, da wir ja nicht auf allzu schwer spielen. Weil selbst den Golem haben wir halbwegs hingekriegt. Ich glaube auch, diese Erkundungen sind ganz wichtig, damit wir ungefähr auch wissen, sagen wir mal, wo wir möglicherweise... Guck mal hier. Wo wir möglicherweise noch
Ressourcen finden können, denn ich glaube, die werden irgendwann knapp. Ich frage mich auch, ob das so ist wie in unserem Sims 4 Let's Play, dass wenn wir den Bienen, wenn wir die zu sehr ärgern, hat der Travis, der hatte sich ja da auch schon beliebt gemacht, vielleicht habt ihr das schon gesehen, ob wir zu oft bei den Bienen klauen, dass die uns dann auch mal irgendwann anfallen. So, wenn wir jetzt Pech haben, passiert Folgendes. Wir decken diese beiden Felder auf und sind auf einer Landzunge. Dann drehe ich aber dezent durch. Was für ein dichter Wald. Oh, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Oh nee, ich wusste es. Oh, machen wir jetzt? Jetzt können wir außen rumfahren oder durchs Wasser versuchen. Trixi! Trixi hat aber ganz schön weite Wanderwege. Fahren wir mal am Wasser entlang. Gucken wir mal. Was wir hier so. Ist aber nirgendwo shallow, ne? Dass wir mal eben so durchschwimmen könnten. Das ist blöd. Hier könnte man vielleicht drüber. Was sind das für Dinger? Ja, aber es gehört dazu, ne? Dass man jetzt auch mal hier die ganze Map einmal rumgräbt. Und mit dem Gleiter wäre es natürlich cooler, ne? Dann können wir jetzt einfach hier ins Wasser. Durchs Wasser und rüber. Das ganze Stück schwimmen, das macht bestimmt keinen Spaß. Außerdem kommen wir dann zweifelsfall nur zu so einer Insel. Ach herrje. Aber mal einmal hier außen rum, komm. Wo wir gerade schon eh dabei sind. So, hier haben wir wieder angenehme 20 Grad. Wir könnten auch noch mal wieder ein bisschen Pflanzen einsammeln. Nicht, dass wir hier gleich verhungern, aber im Moment sehe ich das ja noch nicht angezeigt. Andererseits gibt jedes Mal Pflanzenernten auch XP. Wieso kommen wir denn jetzt wieder zu... Hä? Ach so, aber jetzt... Ach, ja. Ja, aber vielleicht finden wir hier jetzt den Teil, den wir noch suchen. Aber auf unserem... Oh, cool, eine Ebene. Auf unserem Detektor oben können wir nichts erkennen. So, meine Hoffnung ist jetzt gerade, falls ihr euch fragt, was macht der Mander, dass gleich da oben wir rumfahren können. Oder dass wir irgendwas Cooles entdecken. Es gibt nämlich auch auf der Map immer so random Dinger, die plötzlich irgendwo rumstehen. Die man dann erkunden kann. Und damit meine ich irgendwie Steine. Guck mal hier, da können wir vielleicht schon Glück haben, siehst du? Das meine ich nämlich, dass wir hier jetzt rumkommen und dann da hinten... Das ist ein, was ist denn das für ein Berg? Guck mal. Oh, wir schauen mal. Ach, siehst du. Ist ja gar nicht so groß. Klammer auf, doch, Komma, scheiße. Oh, war ja. So, und falls ihr euch fragt, warum fresse ich denn nicht das rohe Fleisch und so? Das wird uns denn doch auf den Magen schlagen. Also wegen Magen schlagen. Tun die uns was? Die sind auf jeden Fall aufmerksam, wenn man den Jungen zu nahe kommt, ne? Das Ding ist, wir haben kaum noch Munition. Das hätte ich auch gesagt, wir nehmen hier noch ein paar Sachen mit. Aber dem ist nicht. Ja, also dieses KI-System, ne? Dass die Mobs jetzt reagieren. Also hier haben wir auf jeden Fall jede Menge Dino-Land. Das muss man mal merken, wenn wir mal irgendwann hier irgendwas von Dinos brauchen. Ist hier oben. Und habt ihr das gleiche ungute Gefühl wie ich? Dass wir da oben wieder nicht weiterkommen. Oh, das fehlt uns gerade noch. Weißt du, da willst du einmal deinen Zuschauern, ne? Willst du mal was zeigen hier? So ein bisschen die Landschaft zeigen und ausnahmsweise mal da nicht das rausschneiden. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen noch entspannt bei diesem wunderschönen Motorradgeräusch. Herrlich. Das sieht aus, als wenn ihr so einen Weg lang gehen würdet, dann ist sie das. Ja, und die Indigenen haben wir auch noch nicht gefunden. Die Ureinwohner, die ortsansässigen Reptiloiden oder was auch immer das sein soll. Überlebensdingens Pflanzenprotein. Ich weiß gar nicht, dass man die einzelnen herstellen kann. Sinn? Lecker Nüsschen.
Wir nehmen die Sachen mal lieber mit. Inventar voll, ja, das ist natürlich auch hervorragend. Das heißt, alles, was wir jetzt noch machen können, ist eh nach Hause fahren. Oder Sachen abwerfen. Oder zum Beispiel hier mal das vergammelte Essen auf einen Stack stecken. Stack, Stack, Stack stecken. Außerdem müssen wir gleich mal wieder zur Nacht des Ruh einkehren. Nach wie vor habe ich kein gutes Gefühl hier, ehrlich gesagt. Da ist ein kleines Pilzbiom hier. Da kann man Pilzi sammeln. Sollen wir auf die Map schauen, um das desaströse Ergebnis zu sehen? Oh, vielleicht. Vielleicht haben wir Glück. Ist immer noch ein Riesenstück. Doch vielleicht haben wir ja Glück. Oh, wie geil das aussieht mit der Sonne jetzt, ne? Wenn die Sonne untergeht und dann spiegelt sich der Sonnenuntergang hier im Wasser. Das ist schon Chacuisel, ne? Es scheinen aber auch andere Leute zu sein, die hier Sachen ab und zu mal ernten, hä? Kräuterblätter, da müssten wir auch langsam mal irgendwie so ein Fleisch mitmachen können, aber es geht glaube ich nicht im Inventar, ne? Das ist doch gut hier. Oh, schon wieder das Inventar voll. Warum? Erstmal machen wir eine neue Salbe. So, ich will mal Pflanzenproteine. Das stackt schon mal. Schon wieder das Inventar voll? Können wir auch hier, aber das können wir nicht stacken. Die Gewehre können wir, glaube ich, auch nicht stacken. Das scheint mir auf jeden Fall hervorragend zu schmecken, wenn ich mir so die Geräusche anhöre. Ach, schon wieder voll. Tja, können wir gerade nichts mehr herstellen. Na gut. Aber, was ihr vielleicht seht... Wir haben etwas Neues entdeckt oder zu entdecken. Oben auf dem Radar seht ihr jetzt diese roten Ränder an der Map. Die sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass es sich lohnen könnte, in die Richtung, wo wir gerade unterwegs sind, weiterzufahren. Das Problem ist nur, dass es ein bisschen viel Wasser im Weg, nicht? Ja, sollen wir mal eben ohne pennen gehen? Jetzt können wir das Motorrad nicht mehr aufheben. Oh. Was machen wir denn jetzt? Gehen mal dahin. So, dann ja, eine extra lange Folge. Extra lange Folge, weil natürlich... Wenn, sagen wir mal, der sonstige Inhalt der Folge so ein bisschen weniger ist, also, ne, dann sollte ihr... Oh, guck, so funktioniert das. Eisenerzlager, Siliziumerzlager, wie geil. Und ein Dorf, ach du Scheiße. Keine Ahnung, was Dorf, Fragezeichen. Tja, für die Leute, die dran geblieben sind, wir machen mal einen taktischen Bogen, sodass wir... Ah, hier, die Indigenen. Da sind sie. Lassen wir mal in Ruhe, die tun uns nämlich nichts. Erstmal.
Und die haben dann da offenbar ihr Dorf. Und da ist Trixie. Trixie ist auch unterwegs. Kupfererz haben wir auch entdeckt. Das wäre so ein kleiner, so ein ekelhafter Spucktyp. Ekelhaft. So, wir machen uns mal wieder auf den Weg zurück hier weiter. Das Dorf gucken wir uns lieber nicht an, noch nicht. Wenn wir mal was brauchen sollten. Sind auf jeden Fall hier Erz, das heißt, wir werden ohnehin hier nochmal hinkommen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt Glück haben mit dem Wasser. Also, wenn wir Glück haben, kommen wir hier unten durch. Bei Pech haben, müssen wir hier hinten rum. Kupfererz. Also, hier sind nochmal die Basisrohstoffe. Das heißt, wir könnten mal gucken, dass wir hier demnächst einen automatischen... Ist hier noch mehr in... Hallo. Ja, die haben auch alle Zeit der Welt, ne? Die sind nicht so gehetzt wie wir heutzutage. Wenn wir demnächst dann halt mit Bergbaumaschinen, automatischen Bergbaumaschinen arbeiten, dann können wir dann hier die auch aufstellen. Alter, wer hat denn hier diesen Wald hingestellt? Das ist wieder diese Natur, ne? Die ist auf allen Ebenen fehl. Die hat einfach mal die Bäume so hingestellt, dass man nichts sehen kann, wenn man mit Fahrzeugen herfährt. Was der Laub Natur. Das ist immer wieder verwirrend. Da muss erst wieder der Mensch eingreifen, damit das wieder funktioniert hier. Ich sag's euch. Ja, soviel zu dem Plan. Jetzt haben wir aber eine Riesenstrecke. Und hier oben sollten wir eigentlich hin. Jetzt müssen wir wieder ums Wasser drum rumfahren. Und langsam nervt's. Ist das ein Viech? Nee. Also, auf jeden Fall werden wir jetzt zur nächsten Folge. Wir haben so viele Rohstoffe mitgenommen. Wir werden zur nächsten Folge einen Gleiter bauen, damit das hier nicht mehr passiert. Dann können wir nämlich schön über das Wasser gleiten. Und dann werden wir uns eine schöne Vorlage aussuchen, weil wir selber kriegen das ja eh ohne Verletzungen und schwere Folgekomplikationen nicht hin. Dann suchen wir uns einen schönen Gleiter aus. Den können wir ja modifizieren. Ne? Da können wir zum Beispiel noch einen Kühlschrank reinbauen oder irgendwas, was wir halt haben wollen. Das kann man ja machen. Ist ja alles kein Problem. So viel zu meinem Plan. Wir fahren mal eben andersrum um den See herum. So kriegt man auch die Folgen rum, ne? Sendezeit auf YouTube. Ich meine, dieses, Alter, ich meine, dieses Grünzeug überall. Ist doch viel schöner am Wasser hier, guck mal. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Nahrungsreserve, dann können wir gleich die Sachen, die wir mitgenommen haben, kochen, beziehungsweise die werden auch schon wieder schlecht sein. So, jetzt kommen wir wieder Richtung Dorf, ne? Wir sind aber ein bisschen im Kreis gefahren gerade. Weil wir natürlich jetzt hier lang zurück müssen. Kommen wir hier irgendwie irgendwo hin rüber? Nee, ne? Naja, wir müssen hier rüber und dann hier unten rum. Naja, doch. Doch, doch. Ja, und sonst so? Was macht der Hund? Ach, fein, ja. Das ist auch die letzte Folge, die ich jetzt aufnehme. Ich glaube, da nehme ich morgen noch ein bisschen weiter auf, weil es macht echt riesig Spaß hier. Und dafür ist Gardorolux ja auch da, ne? Einfach mal zeigen. Weil ich möchte gleich noch ein bisschen was Leckeres zu essen kochen. Ich kenne das ja, ne? Das haben wir ja auch gerade in Sims. Muss ja auch immer, der Napf muss immer voll sein. Da muss man schon drauf achten. Ja, ich glaube, also wenn jetzt nicht hier noch irgendwie das hier so komplett einmal weitergeht, also bei unserem Glück wird das natürlich genauso passieren, aber ich glaube, dann haben wir es endlich geschafft. Aber wir haben keinen weiteren Golem. Die Golems scheinen also, sind Wüstengegenden zu sein. Die Indigenen wohnen im Sumpf. Die Spinnen wohnen im Wald. Komma. Und werden immer mehr, Punkt. Also bis jetzt waren die Gruppen immer bestanden aus drei Spinnen. Hier gibt es auch Bienen, guck mal. Das ist mal ein leckeres... lassen wir mal. Wird ja eh schlecht, bis wir da sind. Und haben wir Glück. Guck mal, wie schön das aussieht. Das ist einfach so ein cooles Spiel. Ich wollte es ja auch im Multiplayer mit ein paar Freunden spielen, aber... Ne, der eine, dem passt dann wieder die Farbe nicht, dann muss man sich irgendwas entscheiden, dann dauert das zu lange, sind nicht irgendwie Kurzspiele, beim nächsten ist zu viel Geballer, beim anderen zu wenig, ach, das ist immer so schwierig. Ja, wir haben Glück. Jetzt müssen wir nur noch wieder einmal den Weg komplett zurück. Guck mal, da ist die Basis, 3 Kilometer, das geht jetzt rucki zucki, so schnell kann sie gar nicht gucken. Was war das denn? Nicht schon wieder ein Gewitter hier, das haben wir gerade erst gehabt. Es soll übrigens noch andere Random-Events geben. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin ja froh, wenn wir so unsere Basis ein bisschen im Laufen haben. Also ein bisschen... Was ich jetzt als nächstes machen würde, gerne, wie gesagt, ist erstmal kurz gucken wegen Tier 2. Weil wir haben ja jetzt Prometheum-Erz.
Das heißt, wir brauchen den Bergbausensor, wir brauchen den die Tier 2 Bohrer und Waffen. Die Waffen brauchen wir, glaube ich, weitere Teile aus Alien-Stationen. Dann brauchen wir einen Gleiter, den wir uns bauen wollen. Dann würde ich gerne unten, aber vorher würde ich gerne unten die unseren kleinen Arboretum reinbauen in unsere Basis, damit wir diese Kübel von da oben. Ich habe echt Sorge, dass beim nächsten Windstoß unsere ganzen Pflanzen wegfliegen. Da stehen wir nämlich wieder da. Ich weiß nämlich nicht, stell dir mal vor, es gibt irgendwie Gewitter und die fliegen aus den Blumenkübeln raus. Dann ist alles, was wir bis jetzt aufgebaut haben, ist weg. An Nahrung. Hallo, was ist denn hier für ein Wald schon wieder? Wer hat denn hier den Wald hingestellt? Dabei wollte ich nicht so schreien wegen meiner Stimme. So. Langsam, aber sehr, sehr sicher sind wir gleich endlich wieder zu Hause. Und da bin ich wirklich froh drum. Aber es war ein schöner Ausflug. Wir haben viel gesehen. Wir haben neue Materialien gesammelt. Wir haben die Energiezellen für die nächsten Dinger, glaube ich. Ich hoffe, das waren auch die richtigen. Ansonsten haben wir auch Promethium gesammelt. Das Inventar ist voll. Der Bauch ist gleich leer. Alles richtig gemacht. Jetzt, da fährst du schon halb durchs Wasser. Nein, es ist wieder noch ein Stein. So, da ist unsere Basis. Man kann sie schon fast sehen. Übrigens, nachdem wir ewig und 3 Tage Pflanzenfasern gesucht haben und nie gefunden. Jetzt haben wir sie überall, ne? Ich glaube, das ist typisch. Trixie ist auch schon wieder da. Wir gucken, ob überhaupt noch Munition da ist oder ob so viele Viecher unsere Basis angegriffen haben, dass die ganze Munition leer ist. Es ist nie ein tolles Gefühl, wieder zu Hause zu sein, ganz ehrlich. So, was wir daraus machen, seht ihr in der nächsten Folge. Aus dem ganzen neuen Zeugs hier. Oh, da siehst du, der wird schon wieder geballert. Was ist denn jetzt schon wieder? Auf was schießt du denn, hä? Huh? Auf Trixie! Guck mal! Und Trixie ist jetzt böse auf uns, klar. Aber warum stirbt Trixie nicht? Ist das so eine schlechte Waffe? Krass. Ist schon wieder das nächste Viech unterwegs. Wollen wir das Fleisch mitnehmen, oder? Ah, Inventar voll. So, dann packen wir mal eben die ganzen Sachen hier in unsere Basis rein. Wir brauchen ja auf der Rückseite auch noch auf jeden Fall Flakgeschütze. Also ich glaube, das ist auf Dauer sehr nervig. Da müssen wir echt noch was anderes einfallen lassen. So, pass auf. Erstmal hier in den Kühlschrank die Gewürze, die Dinger. Stimulanz. Ah, wir hatten die ganze Zeit auch übrigens Dosenessen bei. Habt ihr wahrscheinlich wieder tonnenweise in die Kommentare geschrieben. Alter, das nervt. Oh, was schießt denn der? Ganze Munition leer. Schon so ein bisschen blöd. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir das anders lösen sollen. Okay, so, dann ernten können wir noch schnell. Hervorragend. Ernte wegpacken. Früchte. So, lass uns mal hier so eine Gruppe machen. Gruppe hinzufügen. Waffen. Ich nehme mal an, dass man die dann einfach zur Gruppe hinzufügen, Waffen. Dass wenn man die einmalig ändert, dass das dann in der Gruppe das ändert.
Oder auch nicht. Scheint immer was anderes zu sein dieses Mal. Wir können ja nachladen, wenn da wirklich sich rausstellt, dass es irgendwas Dramatisches ist. So. Dann, jetzt wird's spannend. Wir haben gesammelt 25 Kupfererz, Kabel, Nanoröhren, 144 Eisenbarren, 150 Lithiumbarren, 70 Kobalt. Hier, Prometiumerz. Daraus bauen wir ja dann die nächsten Dingerbumse. Dann haben wir hier Booster. Die legen wir mal so ein bisschen an die Seite, weil wir die nicht direkt verbauen. Schotter haben wir gesammelt. Sprengladung, Magnesiumpulver, Magnesiumerz, Kobalterz, Terrestriumerz, Pflanzenfasern, Alienzähne, Alienteile, vergammelte Erde. Wofür ist denn dieses Kraftfeld-Emitterblock? Ein Kraftfeld-Emitterblock. Was heißt denn das? Kraftfeld-Emitter. Das heißt doch, das wird ein Kraftfeld emittiert, ne? Wenn man den Namen so folgt. So, dann war als erstes mal neue Munition, weil ich das auf jeden Fall vergesse. Aus Kupfer, hervorragend. So, dann. Gewehrpatronen. Ja, wie gesagt, wir könnten nachladen, aber ich... Auf was schießt die denn? Alien. Was ist denn Jäger? Auch nicht. Jäger, aha. Also auf was auch immer das Viech geschossen hat, es ist ein Jäger. Okay. Genau, den Garten wollen wir ausbauen. Ich kriege kein Ende bei dieser Folge, merkt ihr das? Ach so, wegen dem Prometheum wollte ich euch zeigen, genau. Pass auf. Machen wir hin. Und jetzt wollen wir... Aus dem Prometheum-Erz können wir nämlich hier die Prometheum-Tablets machen. Aus einem Erz werden 10 Tablets. Und für eine Energiezelle braucht man 10. Das heißt, wir kriegen 10 Energiezellen raus. Wir brauchen auf jeden Fall aber jetzt erstmal für den Bergbau... einen Erzscanner. Ich hätte verschwören können, wir hätten schon einen. Nee, Taschenlampe ist das. Okay. Der Erzscanner bringt, dass wir diese blauen Erzbrocken dann auch sehen können. Und dann brauchen wir die ganzen Tier 2 Sachen. Multiladung, genau, hier Stahlplatte und Prometheum-Pellets 10. Und Lackierpistole ist natürlich auch geil, zeige ich auch mal irgendwann. Aber was wir jetzt mal eben gucken können, ist, ob wir Tier 2 das Multitool bauen können. Dazu gehen wir mal in Skillbaum. Basis Werkzeuge. Multiwerkzeug Tier 1, Multiwerkzeug Tier 2. Freigeschaltet ab Level 12. Aber das hier können wir bauen. Multiwerkzeug Tier 1. Weil das, was wir im Moment haben, ist das Survival Tool. So. Dann bauen wir das mal. Multiwerkzeug Tier 1. So. Und das braucht zum Betrieb die Multiladung. Und die Multiladung stellen wir hierher. Und dann können wir eigentlich... Seht ihr, David? Drei Multiladungen aus einem Prometheum. Machen wir nochmal einen. Müssen ein bisschen sparsam sein. So, die andere Sache, die wir noch brauchen, ist dann hier zwei Erzbohrer. Würde ich mal sagen. Gucken wir mal, was der braucht. Erzscanner haben wir gebaut. Texturierungsgerät Tier 2. Bohrer Tier 2, der ist er doch schon. Den müssen wir freischalten, ne? Genau. Mechanische Komponenten. 5. Munition. Bohrerladung. Sollen wir die freischalten? Wir sind Level 9. Ja, komm. Machen wir, oder? So. Gucken wir auch mal eben, wie wir den bauen. Bohrer Tier 2. Alter Schwede, ey. Und das geht jetzt alles, weil wir diese Sachen gesammelt haben. Kann das sein?
Weiß es nicht. So, was braucht der? Bohrerladung. Kunststoff-Rohmaterial. Wo kriegen wir das denn her? Ach du dicke Männer. Aus Getreide. Das heißt, wir müssen Getreide und Gesteinsmehl anpflanzen. Und dann kriegen wir Bohrerladung. Okay, so. Warum ist das Tier 2 Tool cooler? Hier seht ihr, sieht dann schon cooler aus. Aber wir können jetzt zerlegen, aber auch upgraden, austauschen und reparieren. Ja, und demontieren. Das heißt, wir können hingehen und jetzt hier, was alles zerstört ist, reparieren. Geh mal drauf. Jetzt legt er erstmal eine Ladung ein. Zack, wieder heile. Ist das cool? So, damit können wir noch den Generator reparieren, damit ich das nicht vergesse. Der Trick ist ja kaputt gemacht. So, Kern ist wieder heile. Hier ist auch alles wieder heile. Hier bin ich aus Versehen mal drauf gekommen. Ja, ich glaube, jetzt sind wir ganz gut gewappnet für die nächsten Staffeln. Das heißt, wir sollten hier unsere Getreidefarm erweitern. Die Frage ist, ist Mais das Getreide... Ich kann nicht Schluss machen, ne? Merkt ihr das? Komm, das gucken wir jetzt noch als letztes. Ist Mais das Getreide, welches wir brauchen können, um die Bohrerladung zu bauen? So, wie finden wir das raus? Wir nehmen mal das Getreide. All of it. Schmeißen das wo rein? Hier rein, vielleicht. Und da kriegen wir das Kunststoff raus, ja. Daraus kriegen wir dann die Bohrerladung. Aber wie viele? Und da müssen auch wieder... Naja, habe ich mich zu früh gefreut. Ne? Guck mal, wie viel wir doch von dem Promethium brauchen. Wir haben ja jetzt den Scanner. Das heißt, 5 Ladungen kommen da raus. Okay. Das heißt, wir können theoretisch aus dem Vollen schöpfen. In der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Ich werde diese Folge schneiden, habe ich gerade überlegt. Wieder. Weil die doch sehr lang ist. Also roh ist diese Folge 54 Minuten lang. Wir können mal gucken, was ich da so schneide. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.